Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Gonzales. Und wer den Gonzales kennt, der weiß, dass er seinen eigenen YouTube-Kanal hat, nämlich Gonzales und Clint, den Let's Play YouTube-Kanal. So sieht's aus. Machen wir richtig, ja. Wir haben heute den 13. Juli. Am 13. Juli hat Geburtstag, Achtung, hier pass auf. Oh, Geburtstagskind. Der kleinste Mensch, warte mal, wie war das? Ich muss nachlesen. Der kleinste Mensch zu seiner Zeit mit der Körpermaße von 74,61 Zentimetern, der heißt Hey Ping Ping, heißt er. Hey Ping Ping. Hey Ping Ping. Also die haben sich im Krankenhaus wahrscheinlich gesagt, wie nennen wir den? Und das sieht aus wie Ping Ping und dann sagen wir, machen wir gleich die Begrüßung dazu. Hey Ping Ping. Ja, kannst du ihn immer auf der Straße ansprechen. Ja, hey Ping Ping. Alter Schwede. Aber wenn ich so die Zigarette sehe, die ist ja fast größer wie sein Kopf. Ja, genau. Also wenn du das jetzt umrechnest, bei dir wäre die Zigarette so lang. Ja. Irgendwie. So ein Oschi. Ja. Alter Schwede. Ja. Hey Ping Ping mit 74,61 Zentimetern. Der kleinste lauffähige Mensch der Welt. Wahnsinn. Ja. Okay. Ja. Aber gut. Das war am 13. Juli, da ist er geboren worden. 1988 übrigens. Also ich habe für den 13. Juli auch was Schmackhaftes. Was denn? Und was mir auch sehr viel Kopfschmerzen bereitet hat, ehrlich gesagt. Und zwar ist an diesem Tag Deutschland 2014 Weltmeister geworden. Wieso Kopfschmerzen? Ich habe... Was bist du für einer jetzt? Ja, weil ich was gewettet habe und die haben es mir vermasselt. Ach so. Hast du gegen Deutschland gewettet oder was? Nein, nein, nein. Ich hatte mehr gewettet und das wäre auch schöner gewesen. Und, ach so, aber, wie viel hast du denn gewettet? Es wären im Endeffekt 5.000 Euro gewesen. Aber was hast du gewettet? 50 Euro. Nein, was war das Ergebnis? Oder was, nee, was das war die Wette? Nein, das war eine Spezialwette. Es gibt ja so Spezialwetten mit zum Beispiel zur Halbzeit unentschieden und am Ende gewinnt der eine. Ja. Ne? Solche Wetten war das. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Das war eine große Kombination. Also, okay, du hast 50 Euro eingesetzt. Aber es war sehr traurig, ja. Ja, du hast dich gar nicht gefreut, oder was? Doch, natürlich habe ich gefreut. Also der 13. Juli 2000 und, wann war das denn? 2014, ist ja klar. Ja. Ja, 2014, da war ich voll wie ein Pisspot. Abends. Ja. Also ja. Nicht morgens, sondern abends. Ja, wer weiß, vielleicht auch noch morgens. Nee, dann wär's ja der 14. Komm, was rede ich überhaupt? Ja. Niemand macht Klugscheiße. Ja. Aber am 13. Juli 1989 ist auch ein Film in die Kinos gekommen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Oh, Otto, der Außerfriesische. Ja, den kennst du nicht live. Ne? Damals warst du gerade auf der Welt, ne? Ja. Warst du schon auf der Welt am 13. Juli 1989? Nein, noch nicht. Nee. Da fehlt noch ein halbes Jahr. Ich war da im Kino. Ich war da schon kinofähig. Und du warst noch gar nicht auf der Welt. Ja, ja, siehst du. Ja. Otto, der Außerfriesische, das war der dritte Teil der Otto-Reihe damals. Mittlerweile hat er ja ganz viele andere Sachen gemacht. Aber damals war das ein ganz großes Ding. Der dritte Otto-Film. Wahnsinn. Oh, sag ich da. Das war, wir sind alle ins Kino gegangen, haben alles so gemacht. Ja, genau. Aber was hat der 13. Juli noch zu bieten? Was Fußball ist wieder. Schon wieder? Ja, logo. Ich habe Fußball hier immer im Angebot. Und zwar, ach, guck die mal. Erste Fußball-Weltmeisterschaft wurde in Uruguay ausgetragen. Wurde die eröffnet, oder was? An dem? Ja, und jetzt 1930. Und jetzt rate mal, wer gewonnen hat. Naja, Uruguay. Ja, genau. Ja, das weiß ich auch. Da haben die gleich natürlich. Raten. 1930 hat Uruguay gewonnen. 1934 hat wer gewonnen? Genau. Aha, ich glaube Italien, ich weiß aber nicht. Aber erstmal hier. Ja, erstmal auf dicke Hose machen. Ja, ja, ja. Zurückrudern kann man immer. Ja, richtig. Ja. Nee, also Uruguay hat, glaube ich, gewonnen 1930, stimmt. Richtig. Ja, genau. Ja, im eigenen Land. Die haben gleich gezeigt, wo es lang geht. Ist auch einfach, ehrlich. Naja, das war der 13. Juli hier mit Gonzales von Gonzales und Clint. Jetzt könnt ihr den Kanal erstmal liken und dann könnt ihr rübergehen zu Gonzales und Clint und da mal ein Abo abgeben. Immer abchecken. Ich sag Cheerio, bis auf, wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.